Hallo und herzlich willkommen zur Nachtvorlesung Nachgefragt. Liebe Zuschauer, heute beschäftigen wir uns nicht direkt mit einer Krankheit in der heutigen Sendung, sondern mit einer Folge einer Krankheit. Und zwar nicht bei dem Erkrankten selbst, sondern bei den pflegenden Angehörigen. Es geht um Überforderung und Depressionen bei pflegenden Angehörigen. Dazu habe ich mir wieder einen Experten eingeladen. Das ist der Herr Dr. Sascha Marakci. Er ist leitender Neuropsychologe der Asklepios Klinik Hamburg-Barmbek. Hallo Herr Dr. Marakci, schön, dass Sie da sind. Kann man vom Pflegen krank werden? Unbedingt, ja. Die Pflege eines Angehörigen fordert Menschen in vielerlei Hinsicht. Und wenn da nicht drauf geachtet wird, wo die eigenen Grenzen liegen, kann es im Rahmen der Überforderung zu einer Erkrankung kommen. Was passiert denn mit den Angehörigen, die einen Menschen in ihrer Nähe pflegen? Ist das so eine Art Burnout oder wie kann man sich das vorstellen? Mit dem Wort Burnout sind wir ein bisschen unzufrieden, weil es keine Diagnose ist, ne? Aber die Übersetzung wäre ja ausgebrannt und genau das passiert. Also die Angehörigen sind in der Pflege viel dichter dran an dem zu Pflegenden oder der zu Pflegenden als professionelle Hilfskräfte. Das heißt, so ein Abschalten wird nicht mehr möglich. Man ist emotional mehr involviert und nicht zuletzt, je nach Konstellation, es sind ja häufig Ehefrauen, die pflegen oder auch Töchter, die ihre Eltern pflegen, verändert sich das Rollenverständnis und das Rollenverhalten. Ne? Wenn man zum Beispiel an ein Ehepaar denkt, wo der Mann erkrankt und die Ehefrau pflegt, dann wird sie von der Ehefrau zur Krankenschwester. Und das verändert vieles in der Beziehungsdynamik und auch im Selbstverständnis. Und da man mit den Personen in der Regel ja auch zusammenlebt, wird so ein Abschalten immer schwieriger. Ne? Und es kommen dann schnell solche Gefühle von Schuld dazu. Es kommt das Gefühl, nicht mehr abschalten zu können. Es kommen Erschöpfungszustände ganz einfach dazu. Auch abhängig von der Konstellation, in der diese Pflege stattfindet. Und all das kann zu psychischen Erkrankungen führen, am ehesten zur Depression. Sie haben das eben schon genannt, also es geht ja um einerseits die körperliche Erschöpfung durch das Pflegen selbst, aber auch gleichzeitig ist da auch eine psychische Komponente, ne, die sehr stresst. Was meinen Sie, wo ist der Anteil, was ist größer? Also eine Studie hat gezeigt, dass 3 von 4 pflegenden Angehörigen mehr körperliche Symptome zeigen als eine Vergleichsgruppe. Ne? Das sind so die klassischen körperlichen Symptome, die auftreten, wo vielleicht aber eher die psychische Komponente eine größere Rolle spielt. Rücken, Magenprobleme, all sowas. Und die körperliche Seite ist eher die geringere. Wenn ich mal nicht mehr heben kann, dann kommt es da eher dazu, dass eine Hilfe angenommen wird. Aber in der Tat ist das größte Problem, dass Angehörige schildern, sie trauen sich nicht in Urlaub zu fahren, weil sie sich nicht vorstellen können, den zu Pflegenden in eine Einrichtung zu geben. Das darf ich nicht, ne? Das sollte man nicht und das möchte ich nicht. Aber auf der anderen Seite das Gefühl, ich habe gar keinen Raum mehr für mich. Ich kann keine Freundin mehr treffen oder keine Freunde mehr treffen, weil ich den zu Pflegen nicht alleine lassen kann. Ich kann keine Auszeit nehmen, um in Urlaub zu gehen, weil was ist mit meinem Angehörigen? Und nicht zuletzt ist es ja auch so, dass das eine große Veränderung bedeutet in der Zielsetzung, die man hatte. Ne? Wir alle haben ja so eine Vorstellung vom Alter und man möchte mit Partner, Partnerin alt werden und gemeinsam noch was unternehmen und reisen. Und all das ist weg auf einmal. Und wenn da keine Auseinandersetzung mit stattfindet, dann kann das zu Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit und allen Symptomen der Depression führen. Mit diesen Symptomen kommen wahrscheinlich dann auch die Patienten zu Ihnen oder sind da noch andere Symptome entscheidend? Wie erkennen Sie das, dass da eine Problematik vorliegt? Am ehesten durch direktes Nachfragen. Also wie gesagt, die Patienten dieser Gruppe, also die pflegenden Angehörigen, klagen eher über körperliche Erschöpfung oder Erscheinungen. Und ob eine Depression vorliegt, aktiv nachfragen und dann kommt man auch drauf. Und dann ist da auch eine große Einsicht da und dann besteht auch eine Chance, das zu klären in irgendeiner Form. Ne? Wie kommen denn die Patienten zu Ihnen? Manchmal wissen sie ja gar nicht, also die Angehörigen, sie stehen ja eigentlich nicht im Zentrum. Steht ja der Partner oder das pflegende Elternteil im Zentrum. Wie kommen die Patienten zu Ihnen? Wie erfahren sie von Ihnen? Die eigentlichen Patienten, sage ich jetzt mal, kommen häufig in Begleitung ihrer Angehörigen, weil es anders gar nicht mehr geht. Und da frage ich einfach nach. Also dann ist der Patient sozusagen behandelt und dann sollte die Zeit nochmal da sein, um auch mal bei dem pflegenden Angehörigen hinzuschauen und nachzufragen. Woran können denn Angehörige erkennen, dass sie gefährdet sind? Erste Anzeichen sind ein nicht mehr abschalten können, dass man ständig gedanklich beschäftigt ist. Schlafstörungen können hinzukommen. Als nächstes vielleicht auch eine Minderung des Antriebs. Ne? Man kommt schwerer aus dem Knick, man kommt nicht mehr aus dem Bett. All das sind Hinweise auf das ist eine sich anbahnende depressive Störung.
Wie gehen Sie dann vor? Was raten Sie dann den erschöpften Angehörigen? Was für Möglichkeiten gibt es da? Also generell ist es wichtig, dass man sich Entlastung verschafft. Das kann eine Auszeit sein, dass man sich einfach Ruhepausen gönnt und die auch organisiert. So eine Organisation oder die Lösungspläne oder Ansätze dafür sind immer sehr individuell. Ne? Wenn eine Person über ein großes soziales Netzwerk verfügt, kann man darüber vieles machen, über Nachbarschaftshilfe. Nicht zuletzt gibt es aber auch die professionell angebotenen Dienste, die in Teilen entlasten können oder auch mal ganz, ne, wenn man sagt, ich muss mal in Urlaub und dann muss es halt eine Kurzzeitpflege für den Betroffenen geben. Und die Pflege eines Angehörigen umfasst ja ganz viele Dimensionen. Ne? Das kann Füttern sein, das kann Medikamenteneinnahme sein, das kann aber auch Intimpflege sein. Und bestimmte Bereiche fallen vielleicht schwerer oder andere leichter. Und vielleicht kann man sich für die Bereiche, die besonders schwer fallen, auch professionelle Unterstützung holen, um damit das System erstmal zu entspannen. So eine ganz pauschale Lösung gibt es dafür nicht. Das sind individuelle Lösungen, die gefunden werden müssen. Aber man findet immer welche. Wir haben jetzt auch so ein bisschen gerade geschaut, was kann man organisatorisch, wie kann man den Angehörigen organisatorisch entlasten und wie kann man diese Problematik behandeln, die Sie vorhin angesprochen hatten, mit Schuldzuweisungen, dass der Ehepartner sich ja gegebenenfalls auch damit abfinden muss, dass jetzt die gemeinsame Zukunft nicht mehr in der Form stattfindet, wie es jahrelang geplant war. Also das sind so ein bisschen zwei Paar Schuhe. Das eine ist, dass alle pflegenden Angehörigen sehr, sehr hohe moralische Normen und Werte haben für sich und auch das, was sie leisten möchten. Das ist unbedingt ehrbar und gehört auch wertgeschätzt. Die Frage ist, ob man sich damit nicht streckenweise zu sehr unter Druck begibt. Das sind Aspekte, die man besprechen kann, die man vielleicht auch klären kann, wo vielleicht auch mal die Chance besteht, etwas neu zu betrachten und dadurch etwas zu verändern. Die Auseinandersetzung damit, was habe ich denn noch an Lebensqualität, wenn mein Partner jetzt schwer erkrankt ist oder wer auch immer im familiären Umfeld, auch das ist eine individuelle Lösung, wo man neue Perspektiven entwickeln muss. Und der Weg, um neue Perspektiven zu entwickeln, kann zum einen natürlich durch Austausch von anderen pflegenden Angehörigen sein. Das wird immer als sehr wertvoll erlebt, weil man Erfahrungen austauscht, weil man merkt, wie macht das eigentlich jemand anders und wieso kommt der damit zurecht. Und natürlich nicht zuletzt auch die professionelle Hilfe durch psychologische Psychotherapeuten, die da auch klären können. Wie häufig, denken Sie, kommt diese Problematik vor bei Pflegenden? Wie hoch schätzen Sie so den Prozent? Das ist wirklich eine reine Schätzung, weil es dazu, wir wissen, dass es häufig ist, aber ich denke, wenn 3 von 4 Patienten diese Symptomatik auf körperlicher Ebene zeigen, wird es vielleicht noch etwas mehr sein auf psychischer Ebene. Vielleicht 80%, die irgendwann im Rahmen der Pflege mal an so einen Punkt kommen. Das ist ja kein Dauerzustand, sondern es ist eine Entwicklung. Ja, weil viele Pflegende wissen ja am Anfang wahrscheinlich gar nicht, worauf sie sich einlassen. Also, ja, und wenn man sich die Generationen anguckt, die jetzt im Moment pflegt, das ist ja auch die Generation, man reißt sich zusammen und man schafft das schon. Ne? Und ich glaube, dass diese Werte und Normen da auch eine große Rolle spielen, dass man über die eigenen Grenzen hinaus da auch aktiv ist und sich schlussendlich selber nicht gut tut. Und vor allen Dingen ist es ja so, ich kann ja nur gut pflegen, wenn ich selber stabil bin und ich mich selber gut fühle. Oder auch, abgesehen vom Pflegen, für den anderen überhaupt da sein in adäquater Form. Und darum ist diese Achtsamkeit für die eigenen Bedürfnisse, fürs eigene Empfinden enorm wichtig. Auch für den Betroffenen, der gepflegt werden soll. Herr Dr. Marakshi, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Ja, liebe Zuschauer, wie wir eben feststellen konnten, kann die Pflege eines Angehörigen das eigene Leben sehr beeinflussen. Seien Sie in dem Sinne achtsam mit sich und Ihrer Gesundheit. Wir wünschen Ihnen alles Gute und verabschieden uns jetzt mit Tschüss und auf Wiedersehen.